Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die mittlerweile vierte Folge von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar war ich wieder mal ein bisschen shoppen, könnte man so sagen, und habe mir wieder ein Mount besorgt, und zwar ein Kartenspiel-Mount. Und welches das ist, will ich euch gleich mal zeigen. Und diesmal habe ich mir überlegt, zeige ich euch mal, wie das eigentlich funktioniert mit dem Einlösen von diesen Kartenspiel-Mounts. Ich habe mir die ersten Mounts alle quasi im Spiel über Gold geholt, also einfach nur die Items bekommen. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie das eigentlich funktioniert mit diesen Codes und was da dahinter steckt. Man kann die nämlich auch quasi einlösen, muss da aber nochmal so einen kleinen Zwischenweg machen, bevor man das im Spiel macht. Was habe ich mir jetzt geholt? Und zwar habe ich mir hier den flammenden Hypogreifen geholt oder Blazing Hypogreif, wie der auf Englisch heißt. Und das ist quasi wieder eins von den Kartenspiel-Mounts. Jetzt fehlen mir noch insgesamt vier Stück und ich will euch den jetzt mal zeigen, beziehungsweise will euch auch mal zeigen, wie die, welche ich schon alles habe. Und zwar gehen wir jetzt hier einmal rein und tun nur die Sammelkartenspiel-Mounts anvisieren bzw. anklicken. Und jetzt gucken wir mal rein, der müsste hier eigentlich mit dabei sein. Hier, genau. Das ist der flammende Hypogreif. Das ist quasi dieses hübsche Mount hier. Es ist quasi ein Hypogreifen-Model. Und dann und sogar ein altes Hypogreifen-Model, also keins von den schicken neuen, sondern altes, aber halt hier mit diesen Flammenflügeln bzw. Auch den Hufen bzw. den Schweif nach hinten raus. Ist auf jeden Fall ein schickes Mount, haben, denke ich mal, nie sonderlich viele, denn ja, diese Kartenspieldinger sind nicht immer ganz so günstig zu erhalten. Welche habe ich mittlerweile alle? Ich habe einmal den epischen Spektraltiger, dann den Drachenfalken der Mani, das ist ja der, den ich das letzte Mal mir geholt habe. Dann das geisterhafte Ross habe ich, den großen Kampfbären, dann die Reitschildkröte, die kann man mittlerweile auch im Spiel kriegen, den scheckigen Drachen, dann habe ich den Teufelsdrachen, das weiße Reitkamel, das weiße Wollrhinoceros, den wilden Raptor und dann mittlerweile beide Raketen, also die X-51 Netherrakete und die X-51 Netherrakete Extreme. Die habe ich mittlerweile alle und wie gesagt, vier Stück fehlen mir jetzt noch. Eins von den vier ist der blaue Spektraltiger. Dann fehlt mir dieses Hühnerei noch, der andere Greif und dieser komische Schreiter. Das hatte ich aber im anderen Video ja schon mal gezeigt gehabt. Genau, das Mount hat mir jetzt hier, was ich soll, wollte es hier mal dazu sagen, was habe ich gezahlt? 299 Euro, also doch relativ viel. Muss aber sagen, in Anführungszeichen habe ich da ein Schnäppchen gemacht. Ich erkläre euch gleich warum. Und zwar im Normalfall liegt das Mount eigentlich in der Preisspanne zwischen 500, 600, 650 Euro, eigentlich sowas. Also zwischen 5 und 6, 600, fast 700 Euro liegt das im Normalfall. Ich beobachte das ja immer so über die letzten Wochen und Monate. Und ja, ein ja, glücklicher Zufall hat sich ereignet für mich, dass das jetzt relativ günstig angeboten wurde, und zwar vermehrt günstig, denn es war die Gamescom gewesen. Und auf der Gamescom hat Blizzard anscheinend, also ich war selbst nicht dort, aber anscheinend hat Blizzard auf dieser Gamescom so Lootkarten vergeben. Anscheinend, wenn man irgendwelche so Mysterio-Boxen, wenn dann gekauft hat, schätze ich mal, dass man die kaufen musste. Ich weiß auch nicht, was die gekostet haben. Aber in diesen Boxen waren halt Codekarten drin, wo dann bestimmter Loot drauf ist. Und unter anderem war halt auch dieser Blazing Hypogreif quasi da als Lootkarte drin. Das hatten ein paar Leute rausgezogen und auf eBay verkauft und da konnte ich einen dann ersteigern. Eine von diesen Lootkarten hat auch ohne Probleme geklappt und auf dieser Lootkarte steht halt drauf, was drin ist und dementsprechend auch ein Code. Aber das ist nicht der Code, den man in-game einlösen kann, sondern wollte ich euch das jetzt mal zeigen. Und zwar muss man dann hier auf eine Seite gehen und zwar schimpft sich die US-Battle.net slash WoW Legacy Code. Und dann halt in dem Fall DE, aber die Sprache ist, glaube ich, relativ wurscht. Auf jeden Fall muss man auf diese Seite gehen. Das ist so eine Uraltseite. Also das ist, ihr seht auch das Format, ne? So wie das aussieht, das ist wirklich diese Uraltseite, wo man damals schon quasi Lootkarten vor 2010 schon einlösen kann. Deswegen hat die auch noch dieses Format. Ist das das Cataclysm-Logo? Ja, ich glaube schon, ne? Da wisst ihr, von wann diese Seite ist. Egal. Und hier muss man quasi das einlösen. Und ganz wichtig ist, dass man hier Europa auswählt. Und man muss sogar seinen Server auswählen. Wenn man hier den falschen Server oder die Region auswählt,
dann hat man verkackt, weil man kann diese Karte dann in-game nur auf diesem Server einlösen. Das ist echt ein Dreck. Also den Char muss man nicht auswählen, aber du musst den Server und die Region auswählen. Und das darfst du nicht verkacken, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon verkackt habe, aber naja, also ein GM hat mir da mal geholfen. Aber ihr solltet es nicht verkacken, ja? Und da müsst ihr den Code eingeben, wenn dann von dieser komischen, also ich habe jetzt halt diese Karte von der Gamescom. Beziehungsweise ich habe mir aber auch schon so eine Karte einmal an sich gekauft gehabt und das ist dieselbe Prozedur, also wirklich so eine Spielkarte, wo dann der Code freirubbelbar ist. Hier auf dieser Karte, die ich jetzt bekommen habe, von der Gamescom, da kannst du nichts freirubbeln, da steht einfach der Code drauf. Also ich wurde auch nicht gescammt, ne? Ich habe mir jetzt schon mehrere Sachen übers Internet geholt, ich wurde bis jetzt bei nichts gescammt, muss ich mal dazu sagen. Es gibt einen Haufen ehrliche Leute. Ja, und sobald ihr den Code habt, müsst ihr den da eingeben, dann auch nochmal so ein Sicherheitsding, dass ihr kein Roboter seid. Und dann erstellt es einen neuen Code. Und mit dem neuen, also ich zeige euch das jetzt absichtlich nicht, weil ich will euch nicht meinen Code zeigen, nicht, dass mich dann irgendeiner noch, ja, dem das Mount abspenstig machen kann. Ich bin mir da nicht so sicher. Genau. Und wenn ihr den zweiten Code habt, dann müsst ihr nach Beutebucht, ne, zu dem Lando. Das ganze Zeug heißt doch immer alles mit Lando. Das ist nämlich dieser Special-Typ. Und dann könnt ihr hier einen von diesen Dialogen auswählen. Und hinter diesen Dialogen verstecken sich dann immer noch so ein bisschen andere Geschichten. Und zwar, mein Ding ist jetzt hier Pforte des Zorns. Und dann kann ich hier auswählen, für was ich einen Code eingeben will. Und hier, ich wollte hier diesen blanken Hypogreifen haben. Und da muss ich dann den zweiten Code, den ich generiert habe, eingeben. Und dann kriege ich einfach das Mount ins Inventar. Das sind halt so ewig lange Zahlencodes. Also der erste Code, das sind, weiß ich nicht, 25 Zahlen. Und hier sind dann auch wieder ewig viele Zahlen. Da darfst du dich halt dann nicht vertippen. Aber man kann ja copy und pasten, ne? Genau. Und dann hast du quasi das Mount, Pet, Toy oder was du da halt auch immer einlöst. Hier gibt es wirklich viel Stuff. Aber das wollte ich mal zeigen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, der jetzt sagt, okay, dieses ganze Kartenspielzeug, das ist mir auch alles viel zu teuer oder Ding, aber das ist mal ganz interessant vielleicht zu sehen. Genau, das wollte ich einmal zeigen. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder ein Mount quasi näher an meinem Ziel. Mittlerweile jetzt bei 598. Vielleicht habe ich auch schon ein paar mehr, wenn das Video rauskommt. Wird wahrscheinlich jetzt erst in ein paar Wochen dann released werden. Die Geschichte, weil ich es kurz nach dem anderen jetzt aufgenommen habe, das habe ich jetzt so ein bisschen gebündelt gemacht. Okay, ja, das war's soweit. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich mal zeigen, wie das hier funktioniert und vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.